Und ich habe jetzt noch einen Sieger einer ganz anderen Disziplin für Sie. Der Burgenländer Hermann Unger ist Staatsmeister im Kürbiszüchten. Mit einem 340 Kilogramm schweren Prachtexemplar hat er sich den Titel geholt. Das ist er also, der Staatsmeister und Rekordkürbis. Und mindestens so groß wie dieser Kürbis ist die Freude seines Züchters. Dieser Kürbis wurde am 20.06. bestäubt. Und von da an habe ich ihn wirklich im Auge gehabt, wie meinen größten Schatz. Ich habe ihn täglich 3-4 Mal besucht, Zusatzfrüchte weggeschnitten, Blätter sorgfältig gelegt, Seitentriebe mit dem Boden verankert, eingegraben. Also täglich 2 bis 3 Stunden verbracht mit ihm. Enkel Pia hat den Beweis. Aus viel Kompost, 600 Litern Wasser täglich und großer Leidenschaft werden 340 Kilo Kürbis und 8,11 Meter in der speziellen Wettkampfmessung. Es war Anfängerglück. Hermann Ungers erster Squash-Kürbis ist nämlich auch gleich der größte Österreichs und wiegt um 30 Kilo mehr als der bisherige Rekordhalter. Dieses Prachtexemplar werde ich an einem angemessenen Platz zur Schau stellen und dann wird es, wohl oder übel, müssen wir es schlachten und die Kerne entnehmen, trocknen und zum Verkauf dann freigeben. Und man kann ihn ja noch essen, was man ja gar nicht glauben möchte. Hervorragendes oranges Fruchtfleisch, bestens geeignet für Suppen und Zuspeisen. Die meisterlichen Kürbiskerne werden also hergegeben. Interessierten Züchtern muss das 10 bis 12 Euro wert sein, und zwar pro Kern.